Hallo ihr Lieben, heute häkeln wir zusammen diesen süßen kleinen Pulli, der nur aus festen Maschen besteht. Und zwar, wir haben hier die Größe 62-68. Ich gebe euch erstmal die Maße eben durch. Wir haben hier von Achsel bis Achsel eine Breite von ungefähr 22 cm und von der Schulter bis hier unten hin von ungefähr 27 cm. Ich hatte schon mal so ein Jäckchen auch gehäkelt und danach bin ich dann gefragt worden, auch mal so einen Pulli zu häkeln. Das Schöne hierbei ist hier oben der Kragen, der wird erstmal quer gehäkelt, dadurch ist er sehr elastisch, also hier passt auf jeden Fall jeder Kopf durch. Ich hinterlasse euch aber auch wie immer die Angaben für andere Größen, in diesem Fall nur Zentimeterangaben für den Kopfumfang, denn ihr bestimmt das dann selbst, wie breit das sein muss, und den Rest könnt ihr auch für andere Größen aus dem Video dann entnehmen. Also es wird von oben nach unten dann gehäkelt, hinterher kommen die Ärmchen dran, also ich zeige euch wirklich Schritt für Schritt. Ich habe hier die Nadelstärke Nr. 4,5 verwendet. Wenn ihr ein anderes Garn nehmt oder eine andere Nadelstärke, also ihr könnt das mit dem Garn eurer Wahl machen. Ihr könnt hierfür nutzen, was ihr mögt, denn wie gesagt, wir arbeiten eher hier mit Zentimeterangaben. Ich gebe euch keine Maschen vor, sondern in Zentimetern. Wenn ihr das Haar genauso nachmachen möchtet, dann solltet ihr eine Wolle nehmen, die für die Nadelstärke 4,5 geeignet ist. Aber ihr könnt das wirklich auch mit jeder anderen Wolle nachmachen und auch in jeder anderen Größe. Schaut ruhig in die Infobox, das sage ich immer wieder. Dafür klickt ihr auf den Titel, dann öffnet sich ein Fenster und dort könnt ihr alles zu dem Stück nachlesen. Ich hinterlasse auch, wie viel Garn ich verbraucht habe, welche Wolle ich genutzt habe und so weiter. Und für andere Größen hinterlasse ich euch dann die Maße, wie ihr das dann machen müsst. Ja, ich glaube, das Wichtigste haben wir. Die Wolle zeige ich euch noch. Größe 62-68, Nadelstärke 4,5. Ich würde sagen, wir legen los und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Häkeln. Für unseren kleinen gehäkelten Pulli benutze ich hier heute mal wieder die Wolle von Langjans Merino 120. Sie besteht aus 100% Schurwolle Merino Fein. Das ist hier die Farbe von diesem schönen Babyblau. Wir haben hier eine Länge von 120 Meter auf 50 Gramm. Und ich häkel die Wolle mit einer Häkelnadel in der Stärke 4,5, damit der Pulli auch schön locker fällt. So, wir starten mit einer kleinen Luftmaschenkette. Wir häkeln den Kragen oben quer. Und zwar, wir starten jetzt erstmal mit 1, 2, 3, 4, 5. Das ist die Höhe unseres Kragens. Und wir häkeln eine weitere, eine Wendeluftmasche. Wir überspringen diese Wendeluftmasche, gehen in die darauffolgende und häkeln feste Maschen. Nummer 2, Nummer 3. Zählt ruhig immer mit, damit das auch immer eure 5 festen Maschen bleiben und ihr nicht irgendwo unterwegs etwas verliert. Nummer 4 und Nummer 5. So, immer wenn ihr am Ende der Reihe seid, häkelt ihr eine Wendeluftmasche. Ihr wendet eure Arbeit. Wir überspringen immer die Wendeluftmasche, gehen in die erste feste Masche und zwar nur in das hintere Maschenglied. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Und Nummer 5. Die fünfte versteckt sich manchmal hier so ein bisschen in der Ecke. So, zählt wie gesagt ruhig mit. So, wir sind wieder am Ende der Reihe. Das heißt, eine Wendeluftmasche. Die Arbeit wird gewendet. Wir überspringen die Wendeluftmasche. Wir gehen in die darauffolgende und weiterhin. Wir häkeln nur in das hintere Maschenglied. 1, 2 und so weiter. Also so häkelt ihr jetzt immer weiter, bis wir in etwa den Kopfumfang erreicht haben. Ich melde mich gleich bei euch und sage euch dann, wie viel Reihen ich gehäkelt habe. So, ich habe jetzt insgesamt hier 46 Reihen. Wir können das hier ganz gut zählen. So rum kann man das immer gut abzählen. Hier oben ist der kurze Faden. 1, 2, also immer, wo die Erhöhungen sind, können wir mit 2 zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 und 46. Hier ist die letzte Erhöhung. 46 Reihen. Das passt auch für unseren Kopfumfang.
Denn wenn ich hier dran ziehe, komme ich auf jeden Fall bis 40. Ich ziehe das mal eben weiter runter, dann könnt ihr das sehen. Also bis 40 auf jeden Fall und ich komme auch bis 44, denn das ist der Kopfumfang 40 bis 44 cm. So, das passt in jedem Fall. So, im nächsten Schritt verschließen wir jetzt hier unsere Arbeit. Und zwar, wir legen uns die Arbeit so vor uns hin. Hier hinten ist die Schlaufe. Wir gehen hier durch unsere Schlaufe durch und wir häkeln mit Kettmaschen unsere Arbeit zu. Das heißt, wir gehen hier durch diese erste Masche hier durch, gehen auch durch diese erste Masche hier vorne und verschließen mit Kettmaschen. So. Wir gehen hier durch die zweite Masche durch und auch hier hinten, wir sehen hier ganz gut, da sind wir gerade rausgekommen, also in die nächste und verschließen wieder mit Kettmaschen. So und so gehen wir hier dran entlang, Masche für Masche. Nächste. So, und hier die fünfte und die letzte, hier ganz in die Ecke rein und auch hier hinten unsere allerletzte Masche wird mit einer Kettmasche verschlossen. So, wir befinden uns jetzt auf der Außenseite. Auf der Innenseite, Entschuldigung, denn hier entsteht so eine kleine Naht. Das bedeutet, wir wenden unsere Arbeit und sind somit auf der Außenseite unseres Pullis und somit hier des Kragens. So, wir haben jetzt hier 46 Reihen, wie gesagt, und wir häkeln jetzt die erste Runde mit festen Maschen und brauchen dann auch am Ende der Runde unsere 46 festen Maschen. Oder wenn ihr eine andere Größe häkelt, dann die Anzahl, die ihr an Reihen gehäkelt habt, ebenfalls an festen Maschen. So, wir häkeln hier eine Wendeluftmasche. Wir gehen hier rein, wo wir rauskommen. Mal eben kurz gucken. Das ist hier so. Und jetzt häkeln wir. Wir haben hier Erhöhung, Vertiefung, Erhöhung, Vertiefung, so nenne ich das mal. Und da gehen wir dann auch immer rein und häkeln dran entlang. Ich gehe nicht hier, wo der einzelne Faden ist, das zieht sich dann immer so weit auf. Ich gehe hier in die Vertiefung, ich gehe dann wieder hier in die Erhöhung rein, dann wieder in die Vertiefung. So und so häkeln wir hier dran entlang, eine feste Masche nach der anderen und sollten hier am Ende dann unsere 46 festen Maschen haben. So, wir haben jetzt hier unsere 46 feste Maschen oder ihr eure Anzahl und jetzt geht schon direkt los mit den Zunahmen. Und zwar, wir sind jetzt hier auf der Außenseite, wir häkeln zwar immer in Hin- und Rückrunden, aber wir bleiben in dem Fall jetzt noch auf der Außenseite, denn wir starten jetzt schon mit den Zunahmen und die Zunahmen finden immer nur hier auf der Außenseite statt. So, wir verschließen erstmal hier in unserer ersten Masche mit einer Kettmasche. So, dann starten wir mit einer Wendeluftmasche. Wir häkeln in diesen Start drei feste Maschen. 1, 2 und 3. So, wir markieren uns die mittlere von den drei Maschen, denn das ist hier immer unsere Zunahmestelle, wenn wir dann hier in der Zunahmerunde sind. So. Und noch etwas, diese mittlere Masche wird nie mitgezählt. Das ist hier dann somit schon wieder die Masche Nummer 1 für unser Ärmchen. Denn wir starten jetzt erstmal mit unserem Arm. Wir benötigen für unseren Arm 8 Maschen, also feste Maschen. Das ist Nummer 1. Und jetzt häkeln wir hier weiter dran entlang. Nummer 2, Masche für Masche, Nummer 3 und so weiter. Und bei Nummer 8 treffen wir uns. So, wenn wir dann unsere 8 Maschen gehäkelt haben, wie gesagt, die mittlere zählt nicht mit, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, häkeln wir auch hier 2 weitere feste Maschen hinein in dieselbe Einstichstelle. Und auch hier markieren wir uns wieder die mittlere von den 3 Maschen. Somit, da wir die mittlere nicht mitzählen, haben wir zwischen den Markierern 8 Maschen für unseren Arm. So, das ist dann schon wieder die Masche Nummer 1. Das ist jetzt unser Vorderteil. Für unser Vorderteil benötigen wir 17 Maschen. Die erste haben wir.
Dann kommt die zweite. Achtet hier drauf, zieht das ruhig so ein bisschen auseinander, dass ihr hier nichts überspringt, damit ihr hinterher auch hinkommt mit der Anzahl. Also Nummer 2, Nummer 3 und bei Nummer 17 treffen wir uns. So, wenn wir dann hier unsere 17 Maschen haben, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 und 17, dann häkeln wir auch hier in die 17. Masche 2 weitere feste Maschen. Und auch hier markieren wir dann wieder die mittlere. So, das heißt, somit haben wir hier wieder unsere Masche Nummer 1. Jetzt kommt das zweite Ärmchen, natürlich auch mit 8 Maschen. Das erste haben wir, oder die erste Masche haben wir besser gesagt. So, 1, 2, 3 und bei Nummer 8 treffen wir uns. So, bei Masche Nummer 8 angekommen, häkeln wir auch hier 2 weitere hinein. In dieselbe Einstichstelle. Wir markieren uns wieder die mittlere Masche. So, und jetzt sind wir dann beim Rückenteil und hier benötigen wir genauso wie fürs Vorderteil 17 Maschen. Die erste haben wir und wir sollten dann von hier Nummer 1 bis hier hinten, die wird auch dann noch mitgezählt als letzte. Wie gesagt, nur die markierten zählen nicht. Das müssten dann genau 17 Maschen sein. Also ihr häkelt hier weiter dran entlang, Masche für Masche und am Ende treffen wir uns. So, ich bin hier am Ende der Runde angekommen bei Nummer 16, denn das hier ist dann Nummer 17. Also von hier nach dem Markierer bis zur letzten gehäkelten Masche sind es 16 plus diese dann hier 17. So, wir verschließen jetzt hier mit einer Kettmasche. So, wie gesagt, die Zunahmen werden nur hier auf der Außenseite gehäkelt. Wir gehen jetzt erstmal an unseren Start. Das ist hier die Mitte für uns. In die Zunahmestelle gehen wir so mit einer Kettmasche. Das ist unser Start, denn ich möchte die Naht hier an der Raglanschräge dran entlang verlaufen haben. So, wir wenden unsere Arbeit, denn wir arbeiten in Hin- und Rückrund, damit unser Muster auch entsteht. Und jetzt starten wir, dass wir nur noch in das hintere Maschenglied häkeln. Entschuldigung, wir müssen eine Wendeluftmasche häkeln. Eine Wendeluftmasche, wir wenden unsere Arbeit. So, und zwar in die mittlere Masche wird immer komplett gehäkelt. Auch bei den Zunahmen, da häkeln wir immer ganz rein. Diese Masche hier muss dann gleich auch wieder markiert werden. Und dann starten wir, indem wir nur noch in das hintere Maschenglied reinhäkeln. Wir kommen hier raus, gehen dann in die nächste Masche. Ich muss selber mal eben kurz gucken über die Kamera hinweg. Das ist dann diese hier. Das kann sein, dass es jetzt ein bisschen fester ist. Das war, glaube ich, die Kettmasche. So, und jetzt häkeln wir nur noch in das hintere Maschenglied unsere festen Maschen. Hier findet keine Zunahme statt. Wir häkeln hier dran entlang. So, dieses ist die mittlere Masche. Wir könnten sie jetzt auch markieren. Am Start ist es jetzt aber nicht nötig, da wir wissen, das war die mittlere Masche. So, und wir häkeln nur in das hintere Maschenglied. So. Und wenn wir, also wir häkeln jetzt hier weiter dran entlang, also ihr häkelt hier weiter dran entlang und wir treffen uns gleich hier an dem Markierer einmal wieder. Wie gesagt, wir haben nur in das hintere Maschenglied gehäkelt. Wenn wir jetzt hier angekommen sind bei dem Markierer, dann entnehmen wir den Markierer und in diese Masche häkeln wir komplett rein. Denn das ist immer unsere Zunahmestelle. Wir markieren auch diese Masche wieder, damit wir für die Folgerunde wissen, das bleibt und ist diese vordere mittlere Masche und das ist somit unsere Zunahmestelle. So, und danach häkeln wir wieder in das hintere Maschenglied, also nur hier häkeln wir in das volle Maschenglied und hier danach wieder in das hintere Maschenglied. Masche für Masche. So, dasselbe macht ihr hier. Wenn ihr hier angekommen seid, entnehmt ihr den Markierer, hier häkelt ihr komplett rein. Nicht vergessen, die Masche markieren, damit wir wissen hinterher in der Folgerunde, wo wir dann die Zunahmen arbeiten müssen. Und dasselbe macht ihr dann
auch bei dem nächsten Markierer und dann wären wir auch schon am Ende der Runde und am Ende der Runde treffen wir uns. So, ich bin hier am Ende der Runde angekommen. Wenn ihr euch mal unsicher seid, bin ich hier überhaupt richtig gestartet? Habe ich jetzt hier die richtige Maschenzahl? Am Ende einer Runde könnt ihr mal nachzählen. Vorderteil und Rückenteil müssen immer dieselbe Anzahl an Maschen haben, genauso wie die beiden Ärmchen. Ihr könntet jetzt hier gucken, wie viele Maschen habe ich dazwischen. Wie gesagt, die mittleren nicht mitzählen. 1, 2, 4, 6, 8. Hier ist der Markierer und dann zählt ihr am Ende zum Beispiel mal zur Sicherheit nach. 1, 2, 4, 6, 8. Wir haben genau 8 Maschen und hier war unser Start. Hier verschließen wir jetzt die Runde. So, wir nehmen hiermit den Markierer jetzt raus. Wir sind in der Runde, wo wir keine Zunahmen machen. Deswegen ist die achte hier auch wirklich die letzte. So, und wir verschließen dann hier in der Runde, wo wir keine Zunahmen machen, sind wir jetzt auch tatsächlich hier bei der mittleren Masche. Und die markieren wir jetzt gleich auch sofort wieder, denn das ist hier unsere Zunahmestelle. Wir häkeln eine Wendeluftmasche, wir wenden unsere Arbeit, wir gehen hier rein, wo wir rauskommen und häkeln unsere drei festen Maschen, denn das ist ja unsere mittlere Masche hier von den dreien. Wir häkeln 1, 2 und 3. So, und in dem Fall, wir sind jetzt wieder in der Zunahmerunde. Die Zunahmen werden in die volle Masche hier reingehäkelt. Wir markieren uns jetzt auf jeden Fall die mittlere Masche. Das ist gleich die letzte hier von dieser Runde. Und hier ist die erste von dem Ärmchen. So, und jetzt wieder nur in das hintere Maschenglied. Wir starten und häkeln nur in das hintere Maschenglied. So, und treffen uns bei dem Markierer hier wieder. So, bei dem Markierer hier angekommen. Ich entferne dann den Markierer, denn ich weiß, die nächste war markiert. Und hier gehen wir wieder in das ganze Maschenglied rein. Wir haben hier zwei Fäden auf der Nadel und häkeln hier rein unsere drei Maschen. Denn wir sind in der Zunahmerunde. Drei feste Maschen. 1, 2 und 3. Und nicht vergessen, die mittlere Masche wird wieder markiert. So, und wir häkeln weiter, ab jetzt wieder nur in das hintere. Hier sind wir rausgekommen, also hier ist die nächste Masche, nur in das hintere Maschenglied. Masche für Masche und wir treffen uns nochmal hier beim nächsten Markierer wieder. Beim nächsten Markierer machen wir genau dasselbe. Wir entfernen wieder den Markierer. Die nächste Masche war markiert, also häkeln wir hier in das volle Maschenglied wieder drei feste Maschen. 1, 2 und 3. Und markieren uns wieder die Mitte. So, und ab hier dann wieder nur noch in das hintere Maschenglied. So, ich glaube, das mit den Zunahmen ist klar. Dasselbe macht ihr hier bei dem Markierer nochmal. Markierer entfernen, drei feste Maschen hier rein und dann wieder nur noch in das hintere Maschenglied häkeln und dann treffen wir uns gleich hier am Ende der Runde wieder. So, ich bin jetzt hier fast am Ende der Runde angekommen und wie gesagt, ihr könnt das ruhig mal zählen zur Sicherheit. Zwischen Markierer und zwischen Markierer habe ich jetzt hier 19 Maschen. Also hier ist Nummer 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und hier die hier 19. So, dann müssten wir hier bis zum Ende 18 gleich haben. Mir fehlt hier noch eine, die ich noch häkeln muss, denn das ist dann die 19. Nicht, dass ihr denkt, ihr hättet euch hier vertan. Das hier ist die 19. Denn die mittlere ist ja hier markiert. Das bedeutet, wir haben hier 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Das hier ist die 17. Wie gesagt, die 18. muss ich eben noch häkeln. So, hier kommt jetzt die letzte Masche, die hier die unbehäkelte. Das ist Nummer 18. Und das ist richtig, denn das hier ist die 19. Wir verschließen hier mit einer Kettmasche.
So, wir gehen wieder bis in die Mitte. Aber ich überlege gerade, die Kettenmasche verschließen wir ebenfalls in das hintere Maschenglied. Da habe ich mich jetzt vertan, denn wir häkeln ja nur die mittlere immer in das volle Maschenglied. Ich würde dann lieber vorschlagen, wir häkeln hier in das hintere Maschenglied rein, damit hier die Kante auch weiter entstehen steht und gehen dann jetzt hier in das volle Maschenglied. Arbeiten uns quasi hier in die Mitte. Also das ist immer so in der Zunahmerunde, da arbeiten wir uns einmal in die Mitte, denn das ist immer unser Start, die Mitte hier. So, wir häkeln eine Wendeluftmasche. Wir waren jetzt auf der Außenseite, das fühlt ihr auch, hier ist die Naht. Das heißt, auf der Innenseite wird jetzt keine Zunahme gehäkelt. Wir gehen hier rein, wo wir rauskommen. Hier haben wir ja auch noch die Masche markiert, das ist dann ganz gut. Dann wissen wir, hier müssen wir noch mal rein, das ist die mittlere Masche, jetzt ohne Zunahmen. Das heißt, wir gehen in die darauffolgende. Ihr seht, hier kommen wir raus, nicht hier schon rein häkeln, sondern das ist die nächste Masche. Ne, guckt ruhig, zieht mal ein bisschen an den Fäden. So, und hier ist dann die nächste Masche und hier häkeln wir nur noch in das hintere Maschenglied. Wie gesagt, und im Notfall zählt am Ende der Runde einfach mal zwischen den Ärmchen die Maschen, die müssen immer gleich sein und beim Vorderteil und Rückenteil. So, das müsste jetzt eigentlich klar sein. Wir wissen, wie wir die Runde mit den Zunahmen verschließen. Wir wissen jetzt, wie wir die Runden ohne Zunahmen verschließen. Also auf der Innenseite werden hier keine Zunahmen gehäkelt. Ihr häkelt hier wieder, also gehäkelt wird immer nur in das hintere Maschenglied, außer die markierten Maschen. Das heißt, hier auf der Innenseite nur einmal hier rein häkeln, nicht vergessen, wieder markieren, damit wir wissen, wo wir dann in der Folgerunde zunehmen müssen. Auch hier, wir sind auf der Innenseite, nur hier drüber häkeln, die Masche wieder markieren und wenn ihr am Ende seid, wenden mit einer Wendeluftmasche und so weiter. Ja, ich würde sagen, jetzt häkeln wir erstmal Runde um Runde unseren Pulli weiter, bis er ein ganzes Stückchen gewachsen ist und dann melde ich mich gleich wieder, wenn wir dann die Ärmchen vom Körper trennen. Viel Spaß jetzt beim Weiterhäkeln. Ich schalte mich kurz noch mal eben ein. Ich habe hier noch eben einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr euch hier unsicher seid, wo die letzte Masche ist, lasst diesen Markierer, setzt den ersten Markierer noch nicht hoch, sondern lasst den ruhig hier unten drin bis zum Ende der Runde, denn dann könnt ihr hier ganz gut sehen, wo der hier rauskommt. Und zwar hier diese Masche. Das war die erste, das heißt, wir häkeln die Masche davor hier dann auch noch rein. Also es ist so eine kleine Orientierung, falls ihr euch mal unsicher seid. Und dann, wenn ich jetzt allerdings natürlich hier oben anfange, also wenn ich dann am Ende bin, das ist jetzt der Fall, dann setze ich den Markierer jetzt hoch, wenn ich nur eine Masche hätte und nicht zunehmen will oder nicht zunehmen muss in die eine Masche. Jetzt habe ich hier aber die drei Maschen drin, das war die Zunahmerunde. Also packe ich den Markierer in die mittlere Masche. Und da bleibt er jetzt auch. Ich verschließe hier wie immer erstmal in unserer ersten Masche mit unserer Kettmasche. So, und wir arbeiten uns in die mittlere Masche hier vor und lasst ruhig den Markierer auch hier bis zum Ende der Runde. Dann seht ihr nämlich genau, welche Masche hier die erste war. Und vor allem, wenn ihr jetzt wendet, dann seht ihr auch, so, eine Wendeluftmasche, ihr wendet und ihr seht auch genau, wo ihr dann hier rein müsst, dass das hier diese Masche ist. Also nur den ersten Markierer, dann hinterher die anderen setzt ihr natürlich immer weiter hoch, da wir immer wissen müssen, wo hier die Zunahmestelle ist, aber den ersten würde ich jetzt hier unten lassen. Wie gesagt, ja, und wir sehen uns gleich, wenn wir die Höhe der Raglanschräge erreicht haben, wieder. So, ich habe jetzt so weit gehäkelt, dass ich hier die Höhe der Raglanschräge erreicht habe. Und zwar habe ich jetzt hier genau 10, zwischen 10 und 11 cm. Und ich zähle mal diese Kanten hier, von den Kanten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück mit der letzten. Und darunter folgt noch eine Reihe, also 8 Kanten und noch eine Reihe.
So, und wenn wir dann hier am Ende der Runde sind, bei mir ist das jetzt so, dass ich hier in der Zunahmerunde war. Ich habe hier meine 1, 2, 3 Maschen in eine reingehäkelt. Dann verschließen wir erstmal unsere Runde. Für andere Größen erreicht ihr natürlich eure Länge, die ihr erreichen müsst für die Größe. So, da ich hier in der Zunahmerunde war, verschließe ich erstmal hier mit einer Kettmasche. Ich gehe hier in die erste Masche. Dann arbeite ich mich wieder in die mittlere Masche hinein. Ich setze auch direkt den Markierer hoch. Dann sehe ich auch besser, wie ich schon erklärt hatte, hier, wo wir dann wieder reinhäkeln müssen. Und wir häkeln schon mal unsere Wendeluftmasche. So, wir sind jetzt sowieso in der Runde, wo nicht zugenommen wird. Wir häkeln hier, jetzt sehen wir das auch gut, hier unsere feste Masche hinein. Jetzt muss ich mal eben gucken, welches Stück dran ist. Das ist ein Ärmchen, das ist größer. Hier sind wir dann am Rückenteil. Und wir häkeln jetzt erstmal ganz normal, wie sonst auch, hier weiter dran entlang, nur ins hintere Maschenglied. Also wir sind jetzt ja nicht in der Zunahmerunde. Hier kommen wir raus, also hier, das ist die Masche, die noch dazugehört. Wir häkeln in die nächste Masche, nur in das hintere Maschenglied wieder häkeln, hier dran entlang am Rücken und treffen uns dann hier bei dem Markierer wieder und da sparen wir dann gleich unser Ärmchen aus. Also hier treffen wir uns. So, ich bin hier kurz vor meinem Markierer angekommen und somit kurz vor unserem Ärmchen und hier häkel ich jetzt hier, wo der Markierer ist, auch wieder nur eine feste Masche ins ganze Maschenglied, so wie sonst auch, wie gehabt. Jetzt überspringen wir aber unser Ärmchen. Wir gehen hier dran entlang. So, und jetzt auch für andere Größen, wenn ihr diesen Pulli in größer häkeln möchtet, um ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit unterm Arm zu haben, häkeln wir jetzt einfach mal 3 Luftmaschen. 1, 2. Und 3, sonst kann man auch direkt hier rüber verbinden, aber wir machen das jetzt einfach mal, um noch mal das zu zeigen. Und wir gehen hier rein, wo der Markierer ist, in die Masche und häkeln auch eine feste Masche. So, die Markierer können gleich auch weggetan werden, die brauchen wir dann nicht mehr. Wir haben hier die Verbindung hergestellt und jetzt gehen wir von hier aus auch wieder in die nächste Masche und häkeln weiterhin nur in das hintere Maschenglied. Ein Ärmchen haben wir ausgespart und wir treffen uns beim nächsten Markierer wieder. Da beenden wir dann unsere Runde und starten die neue gleich zusammen. So, ich bin jetzt hier beim nächsten Markierer angekommen. Ich entferne den Markierer schon mal. Ich weiß, die nächste Masche war markiert. So, eine feste Masche. Wir überspringen auch hier unser Ärmchen und wir häkeln auch hier unsere 3 Luftmaschen. Wenn ihr einen großen Pulli häkelt, könnt ihr natürlich auch 5 Luftmaschen oder 6 häkeln, aber dann natürlich auf der anderen Seite auch. Entsprechend genauso wie auf der anderen Seite. Wir hatten 3, 1, 2, 3, also häkeln wir auch wieder 3 und wir verschließen hier an unserem Start. Das war die erste Masche. Das ist jetzt immer unser Rundenstart und unser Rundenende. So, und ich möchte die Naht, die wir jetzt haben, komplett hier unter der Achsel herlaufen lassen. Das heißt, wir wenden jetzt erst einmal unsere Arbeit. So. Und ich häkel mich jetzt erstmal ein Stückchen weiter in die Mitte hier hervor oder hier rein. So mit einer Kettmasche, sodass wir wirklich mittig hier starten unterm Arm. Das heißt, jetzt starte ich mit einer Wendeluftmasche. Dann kommt hier meine erste feste Masche hinein. So, hier eine zweite in die Luftmaschenkette. Dann brauchen wir gleich hier am Ende, wir hatten ja 3 Luftmaschen, hier nur noch eine zu häkeln und somit haben wir hier unterm Arm 1, 2, 3 feste Maschen entsprechend der Luftmaschenkette. So, und jetzt häkeln wir wieder immer nur in das hintere Maschenglied. So, immer in das hintere Maschenglied und so weiter und treffen uns dann. Wir häkeln hier dran entlang bei der anderen Luftmaschenkette wieder. Hier machen wir dann auch eben zusammen den Übergang.
So, ich bin hier am Ende der Runde fast angekommen. Hier muss ich noch mal reinhäkeln. Das ist die letzte feste Masche. Es zieht sich einmal ein bisschen weiter nach links. So, ich drehe ein bisschen an meiner Luftmaschenkette. Jetzt ist diese erste Masche hier ein bisschen eng. Dann gehe ich auch ruhig hier drunter rein. Also wir brauchen jetzt drei feste Maschen, denn wir hatten drei Luftmaschen. Nummer 1, Nummer 2. Jetzt versuche ich auch natürlich wieder hier drunter reinzukommen. Nummer 2 und Nummer 3. So. Und dann passt auf, dass ihr jetzt nicht aus Versehen beim Ärmel weiter häkelt, sondern dass ihr das lange Stück hier habt. So, und dann häkeln wir ganz normal weiter, wieder nur in das hintere Maschenglied, Masche für Masche. So, bis zum runden Ende und da treffen wir uns gleich hier unterm Arm wieder. So, ich bin fast hier am Ende der Runde angekommen. Wie gesagt, das zieht sich ja mal ein bisschen nach links. Hier ist noch die Masche, die ich in das hintere Maschenglied reinhäkeln muss. So, hier haben wir uns ja mit Kettmaschen dran vorgearbeitet. Deswegen ist das ein bisschen unübersichtlich. Aber wir wissen, wir haben mit 2 Maschen gestartet. Wir hatten 3 Luftmaschen, also müssen wir hier noch eine feste Masche häkeln. Und wir verschließen, indem wir in unsere allererste feste Masche gehen mit einer Kettmasche. So, und ab jetzt müssen wir nichts mehr beachten. Ihr müsst natürlich schon darauf achten, dass ihr immer dieselbe Anzahl an Maschen habt. Ihr könnt die auch ab und zu mal zählen. Nicht, dass ihr hier gerade am Anfang oder am Ende eine Masche verliert. Was ich schon mal auch ganz gerne mache, ist gerade jetzt bei den festen Maschen, da wird das schon mal ein bisschen unübersichtlich, wie ich das eben schon mal erklärt hatte. Hier, ihr könnt euch hier den Markierer reinstecken, dann wisst ihr wirklich, wo genau die Masche ist, bei der ihr gestartet habt. Also wir starten jetzt jede Runde mit einer Wendeluftmasche. Wir wenden unsere Arbeit, es wird weiterhin in Hin- und Rückrunden gearbeitet. Wir häkeln erstmal genau hier, wo wir rauskommen. Also es wird auf jeden Fall eine Naht hier entstehen. Das ist immer so, wenn man wendet oder die Runde verschließt. Und wir häkeln erstmal hier unsere erste feste Masche. So, und ab dann, hier kommen wir raus. Genau hier gehen wir dann in die nächste Masche und häkeln in jedes hintere Maschenglied. So, Masche für Masche. Ihr könnt euch das jetzt erstmal hier lassen, dann seht ihr auch gleich am Ende, nicht, dass ihr dann noch da rein häkelt. Hier endet die Runde. Ich würde sagen, wir treffen uns mal noch einmal zum Wenden hier am Ende der Runde wieder. Also ihr häkelt jetzt die komplette Runde einfach nur so wie die ganze Zeit mit festen Maschen in das hintere Maschenglied. So, ich bin hier fast am Ende der Runde angekommen und somit bei uns unterm Arm. Und jetzt sehen wir auch ganz gut, hier war der Start. Hier häkeln wir nicht mehr rein, aber hier ist die letzte Masche, in die wir häkeln müssen. Wir verschließen dann wieder unsere Runde mit einer Kettmasche. So, ihr könntet jetzt auch schon direkt den Markierer wieder nehmen, damit ihr wisst, wo ihr hier gestartet seid. Den wieder verstellen, dann seid ihr euch vielleicht ein bisschen sicherer, wie gesagt. Wir häkeln wieder eine Wendeluftmasche. Wir wenden unsere Arbeit und so geht das jetzt Runde um Runde weiter. Wir gehen hier rein, wo wir hier rauskommen, um unsere erste feste Masche zu häkeln. So, und dann gehen wir wieder, hier kommen wir raus, hier ist unsere erste Masche, in die wir gehen müssen. Und häkeln wieder hier dran entlang. Das war schon. Keine Zunahmen mehr. Ihr müsst sonst nichts beachten. Wie gesagt, zählt ab und zu mal nach, dass ihr immer dieselbe Anzahl an Maschen habt jetzt in einer Runde. So und so häkeln wir jetzt weiter, Runde um Runde, bis wir in etwa die Länge des Pullis erreicht haben. Und dann häkeln wir später zusammen unten noch eben das Bündchen. Dann viel Spaß jetzt beim Weiterhäkeln. So, ich habe jetzt die Länge unseres Pullis erreicht, sodass wir gleich hier unten genauso ein Bündchen wie hier oben häkeln werden. Und zwar habe ich jetzt hier ab der Schulter gemessen 23 cm. Wenn ich mal eben das nochmal ein bisschen so glatt lege, ja, 23 bis 24 cm. Und ich sage euch mal eben,
die Kanten, anhand der Kanten, wie viel wir hier gehäkelt haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mit der allerletzten Kante hier unten. So, ich habe zuletzt auf der Innenseite gehäkelt. Das heißt, wir verschließen dann jetzt hier auch auf der Innenseite die Arbeit. So, den Markierer, den werde ich jetzt auch mal hier wegsetzen. Den benötigen wir jetzt nicht mehr. So, wir verschließen wie immer unsere Arbeit mit einer Kettmasche. So, wir häkeln eine Luftmasche, 2, 3, 4, 5 und 6. Wir wenden unsere Arbeit. So, wir häkeln jetzt genau dasselbe Bündchen wie hier oben. Und zwar, wir sind jetzt hier im Außenbereich unserer Arbeit. Wir haben unsere 1, 2, 3, 4, 5, 6 Luftmaschen. Wir häkeln eine weitere, eine siebte. Die siebte überspringen wir. Das ist jetzt genau dasselbe wie bei dem Kragen oben. Nur, dass es jetzt gleich hier unten mit verbunden wird. So, wir häkeln jetzt hier dran entlang an unserer Luftmaschenkette feste Maschen. Und zwar 6 Stück müssen das dann sein. 1, 2, 3, die müsst ihr dann so ein bisschen drehen, weil die sich hier verdreht durch das Wenden, 3, 4, 5 und die sechste versteckt sich so ein bisschen hier unten. Wie gesagt, eben so ein bisschen da dran drehen und hier unten ist die sechste. So, wenn wir hier unten angekommen sind, dann gehen wir hier, kommen wir raus, hier, das gehört zusammen. Wir gehen in die nächste Masche, häkeln eine Kettmasche. Wir sind jetzt auf der Außenseite. Wir gehen nochmal eins weiter, häkeln wieder eine Kettmasche. Wir wenden unsere Arbeit. So, wenn ihr einmal so wendet, dann müsst ihr immer so wenden auf diese Seite. Also wenn ihr dann den Faden hier nach vorne habt, so wie ich, dann immer so. Oder wenn ihr den Faden hinten rumlaufen haben wollt, dann könnt ihr auch andersrum wenden. Aber dann müsst ihr immer so wenden. So, und dann starten wir unsere 6 Maschen wieder hoch. Das waren hier unsere Kettmaschen. Hier ist die erste feste Masche. Ich gehe wieder nur in das hintere Maschenglied und zähle 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Auch hier versteckt sich die letzte immer so ein bisschen, gerade hier am Anfang. Und die sechste. So, zählt ruhig immer mit, damit ihr auch hier keine Maschen verliert. Hier oben immer eine Wendeluftmasche, also nur wenn ihr hier oben seid. Ihr wendet eure Arbeit, ihr überspringt die Wendeluftmasche, ihr geht in die erste feste Masche und wieder immer nur in das hintere Maschenglied. Ihr häkelt hier dran entlang, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5. Und Nummer 6 hier unten. So, und wieder hier unten. Das ist jetzt immer dasselbe. Wir sehen, hier sind wir rausgekommen. Also gehen wir in die darauffolgende Masche. Häkeln wieder eine Kettmasche. Das machen wir noch einmal. Wir gehen noch mal eins weiter. Also immer 2. Wieder eine Kettmasche. Wir wenden wieder unsere Arbeit in dieselbe Richtung wie vorher. Ganz wichtig. Und dann häkeln wir wieder unsere 6 Maschen hoch. Hier ist die erste. So, und so häkeln wir immer weiter. Nicht vergessen, hier am Ende die Wendeluftmasche wenden, wieder runter in 2 Maschen mit Kettmaschen gehen und so weiter. So, wir häkeln hier einmal komplett drumherum und treffen uns hier am Ende wieder. So, ich bin jetzt hier fast am Ende der Runde angekommen. Bei mir kommt das jetzt so hin, also hier war ich drin, dass ich 1, 2 und dann auch nochmal in ein drittes gehe, damit ich hier ein bisschen näher dran komme. Also,
Hier waren wir zuletzt drin. Wenn ihr natürlich sowieso nur noch zwei habt oder eins dazwischen, dann geht ihr halt mit Kettmaschen. Wenn ihr dann nur noch so eine Stelle habt, dann geht ihr mit Kettmaschen bis hierhin, bis zum Start. Und wenn ihr so jetzt zwei bzw. drei habt, dann macht ihr das so wie ich. Wir gehen hier mit unseren Kettmaschen hier weiter und gehen hier bis ganz an den Start. So, dann wenden wir auch hier unsere Arbeit, arbeiten uns hier dran hoch und treffen uns hier oben wieder und dann verbinden wir die beiden Teile. So, hier oben angekommen, verbinden wir jetzt die beiden Teile, aber nicht von außen, dann hätten wir außen die Naht, sondern von innen. Das heißt, wir müssen unsere Arbeit so drehen, dass wir auf der Innenseite häkeln. Wir legen uns die Arbeit so hier gegenüber. So, das bedeutet, wir gehen mit der Schlaufe hier in diese erste Masche hier rein und gehen hier hinten auch in die erste Masche, da wo wir jetzt hier mit unserer Schlaufe rausgekommen sind, und wir verschließen jetzt hier unsere Arbeit mit Kettmaschen. So, die erste, dann gehen wir in die zweite und hier hinten auch. Wir sehen, hier vorne waren wir gerade drin, gehen hier hinten auch in die zweite. Verschließen wieder mit einer Kettmasche. So, gehen dann in die nächste. Hier hinten auch. Hier waren wir gerade. Hier ist der Faden. Gehen dann in die darauffolgende. So, und das machen wir so bis unten hin. 1 zu 1. Hier unten kann man dann nicht mehr den Finger dazwischen tun. Da geht ihr dann einfach mit der Nadel hier so quer durch und hier unten treffen wir uns. So, ich bin hier ganz unten angekommen, wie gesagt, hier das letzte, da gehe ich jetzt einfach hier so quer hier rüber, hier durch. Das kann man nicht mehr so gut aufhalten. So, sollte hier unten von der anderen Seite, das ist die Außenseite, hier noch eine kleine Lücke entstehen, dann könnt ihr das hinter mit dem Faden auch ein bisschen vernähen. Ja, auf jeden Fall, wenn wir die Naht hier geschlossen haben, dann schneiden wir unseren Faden ab, sichern ihn. So, und wie gesagt, hiermit könnt ihr dann hier noch so ein bisschen dran entlang nähen. So, und unsere Naht ist jetzt hier geschlossen. Und dann geht es auch schon weiter mit unseren Ärmchen. So, für unsere Ärmchen müsst ihr jetzt erstmal genau gucken, welche Seite wieder dran ist. Auch gerade bei anderen Größen, wenn ihr nicht dieselbe Reihenzahl habt. Das hier ist die Außenseite. Hier müssen wir nicht entlang häkeln, sondern so müssen die Einstichstellen aussehen. Hier wären wir jetzt dran. Wir hätten gewendet und sind jetzt auf der Innenseite dran. So, und ich möchte hier direkt mittig unter dem Arm neu anmaschen. Das heißt, ich gehe jetzt hier in die Mitte, denn ich möchte, dass die Naht genau hier mittig und an der Ärmelinnenfläche dann entlang geht, damit man das nicht so sieht. So, ich habe hier eine Schlaufe. Die ziehe ich mir dann hier durch. Festige das erstmal so und häkel dann nochmal hier rein meine erste feste Masche. So, hier habe ich jetzt noch kein hinteres Maschenglied, wo ich rein häkeln kann. Hier unterm Arm häkel ich jetzt erstmal einfach in die Lücke. So, das ist meine erste feste Masche. Gleich, wenn wir hier ankommen, gehen wir dann noch einmal hier dran, hier rein. Wir hatten ja drei Luftmaschen hier unterm Arm, also werden wir jetzt auch drei feste Maschen hier unten häkeln. Und ich gehe jetzt, wie gesagt, einfach noch mal hier, sucht euch einfach eine Lücke hier aus, dass ihr hier zwischen geht und eine feste Masche häkelt. So, und ab jetzt gehen wir dann wieder in das hintere Maschenglied. Wir gehen hier, hier fängt das dann an, so, und häkeln hier dran entlang. So, wie wir das kennen, immer nur in das hintere Maschenglied unsere festen Maschen. Die ganze Runde entlang. Wir treffen uns hier kurz vor Ende wieder und machen hier zusammen, also verschließen gemeinsam die Runde und starten dann die neue auch. So, ich bin hier fast am runden Ende. Ich habe hier noch eine Vormasche.
bei der ich in das hintere Maschenglied häkeln kann. Und jetzt suche ich mir hier zwischen. Ich gehe jetzt hier rein. Hier ist unser Start. Hier häkle ich jetzt noch eine feste Masche. So. Und wir verbinden dann wieder unsere Arbeit. Somit haben wir jetzt 1, 2, 3 feste Maschen auch unterm Arm. So, und wir verbinden hier in unserer ersten festen Masche mit einer Kettmasche. Und wenn ihr mögt, könnt ihr euch diese erste Masche auch wieder markieren, damit ihr immer wisst, wo der Start ist und wo das Ende ist. Dann wisst ihr, wo ihr schon reingehäkelt habt. Das ist einfach nur so ein kleiner Tipp, so wie eben. Ihr startet wieder mit einer Wendeluftmasche. Wir arbeiten weiterhin in Hin- und Rückrunden, damit unser Muster auch weiter so entsteht. Wir sehen jetzt auch, hier ist der Markierer. Hier sind wir rausgekommen. Für Anfänger ist das gerade gut. Dann wisst ihr immer, wo ihr reinhäkeln müsst. Ihr häkelt eure erste feste Masche. So, und dann ab jetzt, hier kommen wir raus, hier in die nächste, wieder nur noch in das hintere Maschenglied. Masche für Masche. Und immer, wenn wir wieder hier ankommen, verschließt ihr wieder in der ersten Masche. Ihr setzt den Markierer um, damit ihr wisst, wo ihr seid. Ihr könnt ja auch mal einmal eben die Maschen zählen, dass sie immer gleich bleiben in allen Runden, damit ihr nicht, hinterher wird der Ärmel zu groß, also breiter oder vielleicht schmaler. Es soll ja so bleiben, wie es jetzt ist. Ja, und so häkeln wir jetzt Runde um Runde weiter. Ihr wisst, wie man neu startet, wie man verschließt. Ich melde mich dann, wenn wir die Länge erreicht haben, und dann häkeln wir auch hier am Ärmchen gleich noch ein Bündchen zusammen. So, die Länge des Ärmchens ist erreicht, sodass gleich hier unten auch nochmal ein Bündchen gehäkelt wird, genau wie hier. Und zwar habe ich jetzt hier gemessen, wenn ich jetzt direkt ab dem Kragen messe, dann habe ich schon 22 cm. Und man sagt so ab Schulter 20 cm, das werden wir auf jeden Fall erreichen. Ab der Achsel habe ich jetzt hier ungefähr 11 cm und ich sage euch auch mal in Reihen, oder wir zählen mal ab hier unterhalb der Achsel diese Kanten, die wir haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und mit der allerletzten 9. So, wir starten dann jetzt auf der Außenseite wieder, also die letzte Runde war auf der Innenseite, wir starten auf der Außenseite. Ich habe den Markierer schon mal eben hier entfernt, also ich verschließe eben noch auf der Innenseite hier meine Arbeit. So, und jetzt starten wir mit 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Luftmaschen und eine weitere, eine Wendeluftmasche. Wir gehen auf die Außenseite unserer Arbeit. So, und jetzt machen wir dasselbe, was wir unten bei dem Bündchen gemacht hatten. Wir überspringen die erste, wir arbeiten hier unsere festen Maschen. 1, 2, 3, 4. Nummer 5 und Nummer 6. Das müsst ihr so ein bisschen hier drehen. So, dann verbinden wir auch wieder mit Kettmaschen. Muss mal eben meinen Faden ein bisschen weiter ziehen. So, wir sind hier, sind wir rausgekommen. Wir gehen hier in die nächste Masche. Was ich jetzt allerdings mache, ich möchte, dass das Ärmchen so ein bisschen schmaler dann auch wird. Ich verbinde nicht in zwei Maschen, sondern in drei. Das heißt, die erste, die zweite, so hatten wir das unten an dem Bündchen gemacht, und jetzt noch eine dritte. So, wir wenden wieder unsere Arbeit. Wir überspringen diese drei Kettmaschen. Arbeiten uns dann wieder hier hoch. Zählt ruhig immer mit eure 6 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und hier oben die 6. Dann wie immer mit einer Wendeluftmasche wenden, eine Wendeluftmasche, wir wenden die Arbeit, wir überspringen die Wendeluftmasche und dann geht es wieder runter. Ihr zählt wieder die 6 Maschen, ihr geht dann wieder in 1, 2, 3, ne, diesmal,
So, und das wiederholen wir jetzt so lange, bis wir dann hier wieder am Start sind. Und hier treffen wir uns. So, am Ende ist das jetzt bei mir hier so, dass ich hier kommen wir raus, 1, 2, 3 und dann müsste ich sonst noch mal in ein viertes gehen. Hier werde ich jetzt zweimal mit 2 nur weitergehen. Also falls das bei euch auch so sein sollte, dann würde ich hier hinten noch mal reduzieren und dann lieber also hier nur zweimal, dann häkle ich jetzt hoch und wenn ich gleich noch mal runterkomme, auch noch mal zweimal, so dass ich hier vorne dann ende. Und dann treffen wir uns wieder, wenn wir hier die allerletzte Runde hier, und zwar wenn wir dann einmal hochgehäkelt haben. Ich bin jetzt hier oben angekommen, also ich habe hier in die allerletzte Masche reingehäkelt, habe hier hochgehäkelt, wie gesagt, und jetzt müssen wir auch hier die Naht verbinden und das machen wir genau wie unten am Bündchen. Das bedeutet, wir müssen die Naht von innen verbinden, damit die Naht auch nach innen fällt. Wir müssen unsere Arbeit so drehen, damit wir auf der Innenseite hier dran entlang häkeln und verbinden dann hier 1:1 unsere Maschen. Hier ist es natürlich so ein bisschen enger als unten an dem Bündchen, aber das funktioniert schon. Wir gehen hier in die allererste Masche hinein und gehen dann hier rüber. Ebenfalls in die allererste Masche. So, und wir ziehen den Faden durch alle Maschen durch. Verschließen mit einer Kettmasche. Dann kommt die nächste hier. So, ich gehe hier drunter rein. Hier ist meine zweite Masche. Und so verbinden wir alle Teile. Ich muss noch mal eben kurz gucken, ob ich das jetzt hier auch richtig genommen hatte. So, noch mal richtig drehen. Ich gehe dann immer gerne mit dem Finger hier zwischen. Wie gesagt, das ist zwar ein bisschen eng, aber das funktioniert schon. Hier durch, hier hinten in die zweite Masche. So, wie gesagt, genau wie unten. Das machen wir auch bis unten hin. Dann hier in die folgende. Jetzt können wir schon sehen, da kommen wir raus. Dann gehen wir hier wieder in die nächste. So, so verbinden wir hier alles miteinander bis hier unten hin und hier unten treffen wir uns. So, und hier ganz unten muss man eher so ein bisschen blind nochmal hier in die letzte gehen. Da bin ich ganz hier unten einfach so durchgegangen. Da kann man dann gar nicht mehr richtig gucken. Und wenn wir dann bis hier unten hin angekommen sind, dann sichern wir wie immer unsere Arbeit. Ich habe den Faden schon mal abgeschnitten und wenn ihr hier irgendwo ein Loch haben solltet oder so, ist mir auch schon mal passiert, dann kann man das noch hiermit etwas zunähen. Also das wäre dann auch nicht schlimm. So, und ihr häkelt jetzt den zweiten Arm nach haargenau derselben Anleitung. Ich habe das in der Zeit schon mal gemacht. Ich habe hier auch den zweiten Arm schon fertig. Also zweite Ärmchen genauso wie den ersten häkeln. Danach vernähen wir alle Fäden, die wir haben. Die zieht ihr einfach hier an den Innenkanten hier dran entlang. Und ja, wenn wir alle Fäden vernäht haben, alle beide Ärmel fertig, dann treffen wir uns gleich ganz zum Ende mit unserem fertigen Pulli nochmal wieder. So, wenn wir dann alle unsere Fäden hier vernäht haben, dann sind wir fertig mit unserem süßen kleinen Pullover, der nur aus festen Maschen besteht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Häkeln. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben. Ich freue mich über jeden, der mich neu abonniert. Und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren Videos von mir. Dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!